Ja, gut. Wenn er nicht will, dass wir reinkommen, dann lassen wir das halt. Ach, da ist er. Ach, er hat uns die Tür aufgemacht. Oh, hier, so ein richtig schöner Führerbalkon. Hier hätte der Führer bestimmt gerne seine Rede gehalten. Rüberkommen. Ach herrje. Zack. So, den Schlüssel. Jetzt sollen wir Vater mal in der dritten Etage finden. Na super. Ich könnte ja eigentlich wetten, dass Vater Martin irgendwie hinter dieser ganzen Geschichte steht. Und dass er uns hier die ganze Zeit so rumjagt, weil er uns irgendwie noch irgendwas Böses antun will. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass Vater Martin ein Freund ist. So. Nein, hier nicht. Okay. Gefühl, da kommt jetzt einer. Hi, hallo, hallo, Nasi. Ach, das ist auch... Ach, einer von den Pimmeltypen. Da ist der andere Pimmeltyp. Warum renne ich jetzt die Treppen runter? Oh Mann. Demandiere Burger King Lieferservice. Ja, das würden wir uns, glaube ich, alle wünschen. Ha, ich muss doch hier an dem vorbei. Ach, der bleibt stehen, okay. Nett. Danke, Sir. Süß. So, wo ist jetzt Vater Martin? Vater Martin. Hier gibt's nichts. Na gut. Hätte jetzt gedacht, hier leckt nochmal wieder eine Batterie rum, aber nein. Wer ist das? Auch nicht Vater Martin. Oder? Sir, sind Sie Vater Martin? Nein, das ist nicht Vater Martin. Natürlich mal wieder darum, einen Weg zu finden. Und wie ihr ja jetzt schon alle mitbekommen habt, bin ich absoluter Profi, was das Wegefinden angeht. Ja, Weg, 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 Weg. Da wäre ein Lüftungsschacht. Ach, guck mal hier. Hallo, springst du ja auch mal drauf? Geht doch. Hallo, hallo. Wieso springt der denn da? Jetzt aber. Hallo Floki 145. Guten Abend. Schön, dass du da bist. Achso. Kann
Hier nicht? Nein? Okay, wo muss ich denn? Muss ich denn lang? Ich kann doch nicht einfach wieder runter, da bin ich ja einfach in der Küche. Hä? Da hinten aber ist aber auch nichts. Guten Abend. Wo geht's hier weiter? Hauptsache der Getränk und leuchtet den Weg, wo es weiter ist. Ja, kann ja sein, dass der scheiß Getränkeautomat auch einfach nur so mal leuchtet. So. Jetzt bin ich hier wieder in der Küche, ja, supi. Das hat mir doch gar nichts gebracht. Was ist denn das für ein Scheiß? Hä? Ich komme doch gar nicht weiter. Hallo Hesse? Und ja, heute habe ich tatsächlich mal was geschafft. Wie komme ich denn hier wieder? Hä? Ja, kannst dir das dann alles im Nachhinein als Let's Play angucken. Ich muss nur noch mal wieder dazu kommen, was hochzuladen, aber da kannst du dir das angucken. Ich weiß nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Jetzt bin ich hier hochgekommen von dem scheiß Cola-Kasten. Vielleicht irgendwo, geht's vielleicht gar nicht da, sondern hier komme ich hier. Nein? Nein? Da auch nicht? Dann muss ich ja hier hoch. Und dann? Da komme ich auch noch. Hä? Was ist das für ein Scheiß? Wieso bin ich denn jetzt schon wieder zu blöd, um hier weiterzukommen? Was ist das überhaupt für ein Kackspiel? Warum spiele ich so einen Scheiß überhaupt? So, hallo, hier. Warum kann ich das denn nicht hier wegmachen, Mann? Ja, super, jetzt bin ich wieder hier unten. Ich kann auf jeden Fall nicht. Hä? Mathis, sag mir mal bitte, wie ich weiterkomme. Das Spiel ist kacke. Also, Cola-Automat, ja. Und dann? Schätzungsweise hier hoch, weil das der einzige Weg ist, von dem ich da vom Cola-Automaten weiterkomme. Und dann bin ich auf dem Lüftungsding und dann komme ich nirgendwo weiter. Was ist denn hier, Shiro? Shiro, weißt du, wie ich weiterkomme? Das hat doch gestern durchgespielt. Du müsstest doch wissen, wie ich weiterkomme. Ja, Hesse, dann. Kannst du ja jetzt, ne? Ich komme hier nicht weiter. Such mal die Wände vom Rest vom Raum ab. Mal ganz genau umschauen. Oh, Shiro, jetzt kommen wir hier nicht auf die Nummer hier, ne? Mit, du schaffst das schon alleine, du weißt schon wieder, du wirst es schon irgendwann finden. Hier war ja zu. Ja, hier ist zu. Okay. Hier ist nix, hier ist nix. Ach, guck mal, hier ist eine offene Tür. Oh, Mann. Super. War die ganze Zeit da eine offene Tür. War ich hier nicht schon? Nee, hier war ich noch nicht. Oh, was macht er hier? Da habe ich kann schon nicht mehr reden, eine Notiz zugemacht. Schon wieder diese atmosphärischen Störungen. Ein Patient kniet zum Gebet. Vielleicht glaubt er an Vater Martins Dreck. Vielleicht hört er, was ich höre, nur deutlicher. Vielleicht ist das der Weg, um von hier zu entkommen. Der Priester nannte es das Evangelium des Sands. Hallihallo. Der Nächste, der hier am Beten ist. Hier scheinen sie alle am Beten zu sein. Oh,
Zweierbeten, die sind ja hier wirklich alle am Beten. Jetzt erschrecke ich mich sogar schon vor dem billigsten Donnergeräusch. Muss ich hier raus? Bestimmt, oder? Warte, wir müssen erstmal hier alles absuchen. Überall nur betende Leute. Ein Blick in die Akte werfen. Ich bin ein unwürdiger Bittsteller, der unserem Herrn nur dienen kann, indem er ihn nährt. Bitte nimm mich, Wallrider. Lass es den Apostel meines Hirten sehen und verbreite es mit seinen Lügen für eine größere Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dies ist mein Gebet. Ritze dein Evangelium in mein Fleisch. Hier geht's doch bestimmt noch irgendwo zu einer Batterie. Sag ich doch. Ha! Batterie! Ja. HDG417, also schätzungsweise Onkelchen Hartmut. Guten Abend. So. Da kann ich ja jetzt nicht runterspringen. Erkannt, jawohl. Gott hasst Krankheiten. Gott hasst Geld. Und ich liebe Bargeld. Da kann ich Gott aber nicht verstehen. Bargeld ist doch super. Sind auch wieder da. Das sind auch ein paar Kollegen, ey. Gerade eben verfolgen die mich noch mit dem Hackeball und wollen mich umbringen. Und kurz drauf alles vergeben und vergessen. Wollen die mich auf einmal nicht mehr umbringen. Und hängt da jetzt Vater Martin am Kreuz? Wieso hängt Vater Martin am Kreuz? My Job. You alone shall escape the tower. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and recall my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fix the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be. Now, my son. Kann man mal machen. Das gucke ich mir aber noch ein bisschen an. Ha, herrlich. So schön muckelig warm. Ah, richtig schön die verkohlte Haut. Herrlich. Knusprig. Ich glaube, der ist gleich gar. Der Aufzug bringt dich zum Hauptausgang. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt nicht einfach hier raus marschiere und dann das Spiel vorbei ist. Tschüss, Jungs, tschüss, war nett mit euch. Macht euch noch einen schönen Tag. Tschüss, schönes Wochenende.
ich bin mir wirklich ziemlich sicher, irgendwas, irgendeine kleine widerliche Schlussszene kommt doch da jetzt bestimmt noch. Wieso ich denn da jetzt... Wieso sind dann da jetzt hier nicht die Türen auf? Achso, da ist jetzt. Da kann ich jetzt lang gehen. Ja, ja, fast geschafft, Mathis, am Arsch. Irgendwas passiert noch. Irgendwas. Auch wenn ich Outlast nicht zu meinen Lieblingsspielen zähle. Hier, sowas kommt zum Beispiel noch. Der komische, dicke Kollege, der mir jetzt einfach mal mega auf den Sack gehen will. Und ich renne natürlich in eine motherfucking Sackgasse. Ach, scheiße, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn eine Possibility? Nein, aua, halt, lass mich in Ruhe. Aufzug, Aufzug, Aufzug. Jetzt nicht zum Aufzug. Nein, Sackgasse. Aufzug. Aufzug. Ist der Raum? Hier könnte ich doch erstmal ein bisschen vor dem Dicken in Sicherheit bringen. Immer diese atmosphärischen Störungen. Okay. Aufzug. So. Jetzt passiert noch irgendwas. Irgendwas kommt noch. Wir werden ganz sicherlich nicht einfach zum Haupteingang rausmarschieren. Und dann Friede, Freude, Eierkuchen, Spiel vorbei. Ja, siehste, 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 ich wusste es. Hallo, auf zum Storno. Will ich in den Keller. Wie weit geht das hier runter? Okay. Neues Ziel, finde einen anderen Weg nach draußen. Super, super, ey. Oh, Mann. Ich hasse dieses Spiel. Projekt von der Murkoff Corporation. Und ich hatte jetzt wirklich gehofft, das Spiel sei endlich vorbei. Wieso nur? Wieso? Wieso immer ich? Schön hell, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich bin ein Freund des Lichtes. Okay. Vier Uhr, alles klar. Hallo, hallo. Zack. Aber echt, Mathis. Sonst gibt's hier gleich ein Timeout.